Nach einer Zeit fing es an, dass meine Schwiegermutter angefangen hat, mich zu schlagen. Das war auch während meiner Schwangerschaft. Sie hat mich, wenn sie mich geschlagen hat, hat sie das aber nie von den anderen gemacht. Da hat sie mich immer in ihr Zimmer geschickt, hat mich hingesetzt, hat mich quasi aufs Bett gesetzt und hat angefangen, mich von links und rechts ins Gesicht zu schlagen. Irgendwann sagte sie zu mir, sie drohte mir, wenn das Kind auf der Welt ist, wirst du das Sorgerecht für dieses Kind abgeben. Du wirst hier unterschreiben, dass du das Kind nicht mehr haben willst. Da bin ich natürlich total panisch geworden. Ich bin mir auch sicher, das ist dasselbe, was sie mit der ersten Frau angetan hat, die sie auch so gequält hat und gezwungen hat, ihr Kind abzugeben. Und dann kam ein Tag, da war Alim in Deutschland. Und ich war mit meiner Schwiegermutter alleine. Alims Brüder, also Abu und Malik, haben bei uns gelebt. Adam hatte seine eigene Wohnung. Die Brüder waren draußen irgendwo einkaufen und ich war mit meiner Schwiegermutter alleine. Und ich hatte einen Albtraum von einem Familienmitglied und deshalb ging es mir den Tag gar nicht gut, weil ich monatelang nicht von meiner Familie gehört hatte und mir Sorgen gemacht hatte. Ich war nonstop am Weinen und am Durchdrehen und ich habe meine Schwiegermutter gefragt, darf ich bitte einmal meine Familie anrufen? Als ich das gefragt habe, ist sie komplett durchgedreht, ist ausgerastet. Überhaupt an diesem Tag war sie wie besessen. Sie ist auf mich losgegangen. Dann hat es an der Tür geklingelt und Alims Brüder sind nach Hause gekommen. Dann hat sie mich schnell ins Bad geschickt und hat gesagt, wasch dein Gesicht, sie soll nicht sehen, dass du geweint hast. Weil sie soll ja nicht wissen, was sie mit mir anstellt. Dann sind die Jungs reingekommen, sind in ihr Zimmer gegangen und dann bin ich wieder zurück in die Küche und habe quasi so den Abwasch gemacht. Dann kommt Adam plötzlich zu mir. Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen. Mir ging es an dem Tag höllisch. Er hat seine Hand auf mich gelegt und mir gesagt, Ernies, es wird alles gut. Mach dir keinen Kopf. Das war das erste Mal seit Monaten, dass ich irgendeine Art von Zuneigung bekommen habe. An der Stelle möchte ich mich aber auch direkt bei Adam entschuldigen, dass er hier mit reingezogen wird, weil ich auch hier jetzt über seine Familie sprechen werde. Adam ist der einzige von allen, der mich niemals schlecht behandelt hat, der mir noch nie irgendwas Böses getan hat, sondern ganz im Gegenteil, mir geholfen hat. Ich liebe dich, Adam, und ich bin dir unendlich dankbar für alles. Und erneut, es tut mir leid, dass du jetzt hier mit reingezogen wirst. Da ging der Tag so weiter. Alim sollte um 17 Uhr kommen, sein Flug hatte Verspätung und dann haben wir erfahren, er kommt erst um 19 Uhr. Meine Schwiegermutter ist immer mehr durchgedreht und ich war komplett verheult. Dann hat sie zu mir gesagt, geh rüber in deine Wohnung, wasch dein Gesicht und schmink dich neu, die sollen nicht, damit keiner sieht, dass ich so viel geweint habe. Dann bin ich rübergegangen in die Wohnung. Ich habe angefangen, alle meine Sachen abzulegen, die ich hatte, meinen Schmuck, meine Ohrringe. Ich hatte nur noch so ein schwarzes T-Shirt und so einen schwarzen, knielangen, weiten Rock an. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen. Dann habe ich angefangen, mich zu waschen und meine Nägel zu schneiden. Ich habe mich quasi so gewaschen, wie man jemanden für eine Beerdigung waschen würde. Ich habe mich komplett so gereinigt, meine Nägel alle einzeln kurz abgeschnitten. Und dann stand ich da so vor dem Spiegel. Auf einmal hat es dann an die Tür geklopft und das war Malik und er meinte, Mama sagt, du sollst rüberkommen. In dem Moment habe ich entschlossen, dass ich nicht mehr rübergehen werde. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel gebetet und meine Schwiegermutter hat sich immer aufgeregt, wenn ich gebetet habe, weil sie von mir genervt hat und meinte, ich soll stattdessen irgendwas aufräumen gehen. Auf jeden Fall, dann ist Malik wieder zurück rübergegangen und in dem Moment, wo ich gehört habe, dass die Tür zugefallen ist, bin ich rausgerannt. Ich bin die Treppen runtergerannt und aus dem Haus rausgerannt. Und ich bin weitergerannt und dann bin ich vor ein Auto gesprungen. Ich hatte da schon vollständig mit allem abgeschlossen. Mir war klar, wenn ich so weiterleben muss, werde ich niemals leben. Will ich gar nicht leben. Meine Schwiegermutter hatte mich schon psychisch so fertig gemacht und so krank gemacht, dass ich bereit war, alles aufzugeben. Dieses Auto hat gebremst und mich verfehlt. Ich bin weitergelaufen, bin die ganze Zeit auf die Straße gelaufen. Dann ging das so weiter, dass ich immer weiter lief und dann kam ich zu so Treppen an. Dann habe ich mich erstmal auf diese Treppe hingesetzt und habe angefangen, wie verrückt zu weinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war schwanger mit meinem Kind im 5. Monat. Da ist noch eine Sache, die davor passiert ist, die ich nicht auslassen möchte. Und zwar, als ich im 5. Monat, Anfang 5. Monat schwanger war, das war auch kurz davor, bevor ich weggelaufen bin, hatte ich nachts starke Blutungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab einen Verdacht auf eine Fehlgeburt. Als ich im Krankenhaus war, rief meine Schwiegermutter mich an und sagte zu mir, das ist deine Strafe, Gott bestraft dich, du hast es verdient, ich hoffe, dein Kind wird sterben. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, war zu Hause alles komplett vollgemüllt, die Teller waren so gestapelt,
Die hatten quasi alles für mich übrig gelassen, damit, wenn ich nach Hause komme, dass ich das aufräume. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, hieß es auch direkt so, du bist da, dann fang hier direkt erstmal an zu putzen. Auf jeden Fall, jetzt wieder zur Situation, wo ich weggelaufen bin. Ich bin dann immer weiter und weiter. Ich hatte auch mein Handy nicht mit. Mein Handy hatte meine Schwiegermutter. Ich hatte gar nichts mit, nur das, was ich anhatte. Dann habe ich lange überlegt, was ich tun soll und habe entschlossen, zu einem Bahnhof zu gehen, damit ich nicht draußen bin. Ich habe diesen Bahnhof leider nicht gefunden. Da bin ich irgendwo in der Innenstadt angekommen, bei irgendeinem Park. Dann habe ich mich auf diesem Park auf eine Bank gesetzt. Total verzweifelt und habe auch erstmal dort eine Stunde lang geweint. Dann habe ich mich aufgerafft und habe angefangen rumzudrehen, um Leute zu fragen, ob sie mir bitte helfen können, ob sie mir ihr Handy geben können, dass ich jemanden kontaktieren kann. Niemand hat mir geholfen. Ich bin auch in Restaurants reingegangen und habe ständig Leute gefragt. Habe ich niemanden gefunden, dann bin ich wieder zurück in den Park und habe mich auf diese Bank gesetzt. Es wurde mittlerweile schon 22, 23 Uhr, es war schon dunkel. Dann habe ich nochmal angefangen, Leute anzusprechen. Meine Schwiegermutter hatte Alims Familie erzählt, also ihrer Familie erzählt, dass ich auf Instagram ein Bild von Alim und einer Frau gesehen hätte und eifersüchtig geworden bin und deshalb weggelaufen bin. Dann nach langer Suche habe ich auf jeden Fall zwei Frauen getroffen, die mir geholfen haben. Ich durfte mich mit ihrem Handy auf meinen Instagram-Account einloggen. Und so konnte ich meine Freundin Ayla kontaktieren. Ich habe Ayla geschrieben, Ayla, bitte, das und das ist passiert, das und das, kannst du mich bitte abholen? Ayla hat mir zum Glück schnell geantwortet. Sie hat mir gesagt, ich habe gerade mein Handy nicht, ich habe gerade mein Auto nicht, aber setz dich in ein Taxi und fahr zu mir, ich bezahle dieses Taxi hier. Währenddessen hat sie Alim angerufen und ist komplett ausgerastet. Meinte, was ist los, was hast du mit ihr gemacht, was ist passiert? Und hat Alim gesagt, wo ich bin. Alim ist dann in diesem Park aufgetaucht. Er sagt zu mir, ja, was machst du, was passiert und so weiter. Und ich habe, ihr müsst bedenken, ich bin komplett verheult und am Schreien und Weinen. Und ich sage zu ihm, ich werde niemals wieder zu deiner Mutter zurückgehen. Ich werde niemals wieder unter einem Haus mit deiner Mutter leben. Lieber bin ich tot, als mit diesen Menschen zusammenzuleben. Dann sind wir zur Polizei gegangen. Weil Alim eine Vermisstenanzeige gemacht hatte, musste ich der Polizei sagen, ja, ich bin schwanger, meine Hormone, ich bin ein bisschen durchgedreht, ich kenne die Stadt nicht und habe mich verlaufen. Dann, sobald das erledigt war, hat mich Alim in ein Hotel gebracht. Wir sind die ersten paar Tage in mehrere Hotels gewesen, bis uns das Geld ausging. Dann hat uns Adam geschrieben und meinte, komm zu mir, bleib bitte bei mir und wollte uns helfen. Dann sind wir zu Adam. Alim und Adam haben mir dann auch zusammen neue Anziehsachen geholt, weil ich hatte nichts mehr zum Anziehen. Adam hat mir Essen geholt, Adam hat versucht, mich zum Lachen zu bringen und hat mir da sehr geholfen. Dann sind wir ein paar Tage da geblieben. Moment. Insgesamt ging das eine Woche und dann hat Alim zu mir gesagt, wir ziehen nach Deutschland. Er hatte schon länger vorgehabt, nach Deutschland zu ziehen. Er hat meinen Pass und mein Handy aus der Wohnung geholt. Und wir sind quasi mit dem, was ich anhatte und einem Rucksack von Alim mit seinen Sachen, sind wieder nach Deutschland angekommen. Damals wurden wir empfangen genommen von Orkun, Fitness Orkun. Er hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Er hat uns auch so zwei Decken und Handtücher gegeben, weil die Wohnung war komplett leer. Er hat uns auf jeden Fall so gut geholfen, wie er nur konnte. In dieser Wohnung, wir hatten zwei Decken, komplett zwei dünne Decken. Die haben wir auf den Boden gelegt und quasi eine war zum Zudecken. Alim hat diese Decken komplett für sich verwendet und ich habe manchmal einfach komplett nackt auf dem Boden geschlafen. Ich hatte auf meinem Handy kein Internet, keine Kontakte, gar nichts. Alim hat dann mich im Haus mal gelassen und war oft die ganze Zeit weg. Ich habe natürlich angefangen, in diesem Haus durchzudrehen, weil ich es nicht gewohnt bin, überhaupt so alleine zu sein und wegen allem, was passiert ist. Ich komme aus einer großen Familie. Ich kenne das nicht, überhaupt alleine zu Hause zu sein. Ich will keine Katze in diesem Video, deshalb tut mir leid für dieses Aufatmen und alles. Mir fällt es ein bisschen schwer. Ab diesem Moment war das so eine Sache. Alle meinte zu mir, wegen dem, was du getan hast, dass du dich getraut hast, wegzulaufen, aus meinem Haus wegzulaufen, hast du niemals wieder was zu melden, du wirst nie wieder irgendwas sagen, du hast kein Recht, du hast gar nichts, du bist ja niemand. Und damals fand ich, dass ich quasi, ich habe mich schuldig gefühlt, in meinem Kopf war, oh Gott, wie konnte ich das tun, wie konnte ich das dieser Familie antun, wie konnte ich alle in diesen Stress bringen und habe getan, was man mir gesagt hat. Nach einer Zeit haben wir auch Möbel für diese Wohnung geholt, einfach eine Couch und ein Bett. Zu der Zeit hat auch Alim Maestro kennengelernt.
Alim hat damals in seinen Videos erzählt, wir haben gemeinsam auf dem Boden geschlafen, wir haben Küchen aus Kisten gebaut und dass wir voll das Team gewesen wären, was aber absolut nicht stimmt. Er hat mich ständig allein gelassen in dieser Wohnung. Ich habe angefangen, da drin ein bisschen durchzudrehen und habe mit so Kisten und Sachen, die ich gefunden habe, wie so eine Verrückte angefangen, Sachen zu stapeln und alles. Und ich habe mir so aus Kartons eine Küche zusammengebastelt. Ja, dann eine Weile später war es soweit, die Geburt von meinem ersten Kind, von unserem Sohn. An dem Tag hat Maestro uns abgeholt. Das war auch das erste Mal, dass ich Maestro gesehen habe, beziehungsweise Maestro kennengelernt habe. Er hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Er hat auch mit einem draußen gewartet während der Geburt. Er war einer der Ersten, der dieses Kind gesehen hat. Er hat mich auch nach der Geburt wieder nach Hause gefahren. Und, Moment. Dann nach der Geburt hieß es, wir ziehen jetzt um. Wir ziehen nach Bottrop in dieses Haus. Alim hat Ort und Wohnung, obwohl er uns so lange geholfen hat, komplett verwüstet zurückgelassen, komplett zugemüllt zugelassen, alles da gelassen und auch kaputte Sachen einfach so gelassen, wie es ist, die ganzen Kartons, den ganzen Müll, hat mich auch nicht aufräumen lassen. Und so sind wir dann quasi ins neue Haus in Bottrop gezogen. Dieses Haus war auch erstmal leer, musste ich auch mal erstmal wieder auf dem Boden schlafen mit meinem Kind. Da haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis er mir ein Bett besorgt hat und irgendwann haben wir auch eine Küche in diesem Haus besorgt. Es war die Zeit, wo er damals im Wohnzimmer immer 20, 30 Männer hatte, mit denen er Videos gedreht hat. Ich durfte nie runterkommen. Ich musste immer oben bleiben. Und außer wenn es mir gerade gepasst hat, wenn er irgendwas von mir gebraucht hat oder ich für irgendwen Essen machen sollte, hat er mich runtergeholt. Ansonsten hat er mir gesagt, muss ich oben bleiben. Selbst wenn ich ein Fläschchen für mein Kind machen wollte, durfte ich nicht runterkommen. Etwas später ist er nach Abu zu uns gezogen. Daraufhin weiter haben wir auch Chan kennengelernt, Chan Bro. Er war dann auch quasi so ein Mitglied da. Wie soll ich das jetzt am besten sagen? Irgendwann kam ein Anruf von der Polizei aus Österreich. Das war, und zwar meine Mutter wäre bei der Polizei gewesen, weil sie auch monatelang nichts von mir gehört hatte und wollte wissen, ob es mir gut geht. Ich durfte mit meiner Mutter selber nicht reden. Das war ein Polizist, der einfach von mir bestätigen wollte, dass ich es bin und dass ich sage, dass es mir gut geht. Alle meinte hier, sag, dass es dir gut geht und so weiter. Habe ich die Polizei ausgerichtet und die Polizei hat es meine Mutter ausgerichtet. Und da wusste ich, okay, meine Mutter sucht nach mir. Ich durfte aber mit ihr keinen Kontakt aufnehmen. Ich durfte absolut nicht mit denen reden, gar nichts. Später auch als Abo zu uns kam, hatte ich auch Gespräche mit ihm, wegen dem, was passiert war. Und er war der Meinung, ich sollte mich bei meiner Schwiegermutter entschuldigen. Er meinte, dass ja, das ist normal ihr Verhalten. So verhält sie sich, wenn sie jemanden liebt, sagt er. Fing auch an, mir zu Sachen ein bisschen an den Kopf zu werfen, wie, du weißt schon, wenn du dich trennst, dass dieses Kind bei uns bleiben wird. Und wegen meiner damaligen Verfassung haben mir diese Sätze mich natürlich komplett fertig gemacht, auch wegen dem, was meine Schwiegermutter mir damals gesagt hat, wie, du wirst das Sorgerecht für das Kind abgeben, du wirst das Kind niemals behalten. Zu der Zeit gab es auch viel Telefonterror von Alims Mutter. Sie hat ständig angerufen und gesagt, trenn dich von ihr und das und komplett gegen mich Sachen gesagt. Alim hatte immer Wutausbrüche. Er hat viel an mir ausgelassen. Er hat auch zu Hause viel Sachen kaputt gemacht. Alim behauptete ja auch, er hätte mich, dieses Thema ist mir sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Weil ich sowas eigentlich nicht im Internet niemals ansprechen würde, allein weil das einfach meine Familienmitglieder und sowas mitsehen. Alim behauptet ja in seinen Videos, er hätte mich seit einem Jahr nicht angefasst und er hätte sich immer zurückgehalten, wäre so anständig und liebevoll gewesen. Die Wahrheit ist aber, Alim, wenn ich Nein gesagt habe, ist auf mich losgegangen. Hat Sachen kaputtgeschlagen, er hat Türen kaputtgeschlagen, damals auch im Bottrop, Maestro, alle, die haben das gesehen, die damals in diesem Haus waren, auf diesem Balkon, wie diese kaputte Tür dort lag und allgemein, dass dort, wie viele kaputte Sachen es da gab. WhatsApp oder irgendwas durfte ich zu dieser Zeit nicht haben. Entschuldigung, ich habe hier mein Handy stehen.